sind wir durch. Klingt gut. Wo fahren wir hin? Nach Hunters. Ich habe alles arrangiert. So, und da sind wir wieder zurück. Und wir schauen an, schauen uns an, wie die Folge weitergeht. Die Mission weitergeht. Meine Herren, scheiße, eine Falle. Ich glaube, Sie haben da was für uns. Stellen Sie die Koffer ab. Hm, schöne Schuhe. Moment mal, das sind gar keine Bullen. Legt sie um, Jungs! Schieß, Vito! Sicher die Rückseite, Vito. Gib mir Deckung, Vito. Wo? Da kommt noch mehr! Warte, ich hab ihn. Oh. Wollte. Gut gemacht. Aber es sind immer noch zu viele. Komm! Scheiße, wir können nicht zurück. Haut ab! Ja, dann laufen wir mal. Bleibt von den Fenstern weg. Verdammt, Vito, nicht hier oben zu bleiben. Vito, tritt die Tür ein! Ich komme ja schon. Sie müssen uns wohl oder übel den Weg zu freiballern. Bist du mit Platz, Mann? Wir werden nicht dazu. Gib mir Deckung, Vito. Halt ihn an, Vito. Na komm, zeig dein Gesicht. Los jetzt, zack, zack. Irgendwie sehe ich niemanden mehr. Das ist mein Problem. Ich geb dir weg, los jetzt! Scheiße, worauf wartest du? Da ist er doch! Ich möchte dich nicht zum Feind haben! Einer weniger. Ist da noch irgendeiner? Mist! Da ist er! Du bist mausetot! Danke. Wie auch immer das war. Na komm, du Trottel! Jetzt zu mir gesagt. Zeig deine Fresse, los! Ist scheiße, du Arsch! Sauberer Schuss. Okay, Showtime, Vito. Ja, ist schon gut, komm her, ist schon gut! Ist das alles? Hey, da drüben! Du los, schießt wie meine Schwester. Ich kann so gut schießen. Alles klar, wir kriegen ihn. Unkraut vergeht nicht. Los, Vito. Ja, stellt euch schön brav hintereinander. Es gibt ja nicht. Zeigt dein Gesicht. Reiß ihm den Arsch auf. Stirb, Arschloch. Gib mir Deckung. Tupi, kann ich zu weit ich geb dir Deckung. Ab jetzt! Okay, Kugel kommt an. Komm schon, zeig dein Gesicht. Hallo. Wetten, wenn ich jetzt aus der Deckung gehe, kommt er? Wo ist der? Ah, er ist tot. Hey, ne Thompson. Gib mir Deckung! Da ist er! Schieß! Gut, Vito, los jetzt! So. Hätten wir das Thema auch besprochen. Natürlich! Okay. Showtime, Vito! Hey, ich hab was für dich! Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Ich möchte dich nicht zum Feind haben! Ich bin der Beste! Los jetzt! Zack, zack! Lass dir dein Hirn raus! Schön, Waffe leer. Komm, zeig dein Gesicht, du Feigling. Ich weiß, dass du da stehst. Der gehört mir! Los, du Arsch! Zeig, was du kannst! Komm raus aus deinem Rattenloch! Gib mir Deckung! Stirb endlich, Dreckskerl!
Gleich werde ich berühmt. Endlich. Und wo ist der Letzte? So. Brauchst du den immer? Kommt, Burschen. Wir nehmen das Auto. Oh, sorry. Er hätte jetzt mal mein Haus rausziehen müssen. Sag mal, was soll der Scheiß? Oh Mann, entspann dich. Hättest du auch aussteigen können, das Dorf war knapp. Es ist noch nicht vorbei. Sie verfolgen uns. Hängen Sie ab, verdammt. Bist du okay? Nein. Du bist mausetot. Papi. Ich geb dir Deckung. Gib endlich den Löffel ab. Gib mir Deckung, Vito. Wie soll ich da Deckung geben, wenn ich fahren muss? Ich bin der Beste. Ist alles klar? Ach, so eine verdammte Scheiße. Könnt ihr den Fahrer jetzt bitte endlich ausschalten? Das wäre wirklich sehr froh. Na komm, haut's ihm um. Sehr gut. Du fährst ja wie meine Frau. Da war eine rote Ampel. Wurscht. Was zum Teufel sollte das, Henry? Keine Ahnung. Jemand muss von dem Geschäft erfahren haben. Das waren definitiv nicht die Bullen. Vielleicht haben es die Schlitzaugen auf uns abgesehen. Das bezweifle ich. Ich find's raus, aber wir müssen erst das Zeug abladen. Vito, bring uns zum alten Lagerhaus in Hunters. Okay. Ich hoffe, der Deal läuft besser als der letzte. Wird schon. Schlimmer kann's ja kaum werden, oder? Also, an wen verkaufen wir das Zeug? So ein paar Typen. Oh, Moment. Was meinst du mit so ein paar unterschiedlichen Typen? So ein paar Typen? Bist du von dem ganzen Geballer taub geworden? Hattest du nicht gesagt, dass wir den ganzen Mist einfach von hier nach da schaffen? Naja, wir machen viel mehr Kohle, wenn wir kleine Päckchen verkaufen. Das hätte ich gern gewusst, bevor ich mich darauf eingelassen habe. Wenn ich das so im Park gesagt hätte, wärst du wohl nicht mitgekommen. Exakt. Hey, du kannst dir bestenfalls die nächsten 30 Jahre für Eddie und Carlo den Arsch aufreißen, bis du entweder abgeknallt wirst oder wieder im Knast landest. Das große Geld verdienst du nur, wenn du was riskierst. Und habe ich dich je enttäuscht? Tja, da war die Sache mit der Preisaufsicht. Und wir sind fast draufgegangen, als wir den fetten Typen in der Schnapsbrennerei umgelegt haben. Okay, schon gut. Nach heute zählt das alles nicht mehr. Auf nach Hunters. Und keine Sorge, ab morgen müssen wir uns nie wieder mit diesen Dreckskerlen abgeben. Es sei denn, das hier wird zu einer regelmäßigen Veranstaltung. Wow, jetzt ziehen wir erstmal das Ding hier durch, bevor wir große Pläne schmieden, okay? Na, ich sag ja nur. Peter hat recht. Wir stehen das hier durch. Alles Weitere wird ein Kinderspiel. Kinderspiel. Alle Missionen in dem Spiel sind ein Kinderspiel. Das hat schon der Joe gesagt. Jetzt sagt es der Henry auch schon. Ja, wenn alles nur so einfach wäre. Dann hätte ich jetzt noch mein Haus. Auf mich wird nicht geschossen werden. Beziehungsweise auf Vito wird nicht geschossen werden, weil auf mich schießt Gott sei Dank niemand. Dann würde ich mir ernsthafte Sorgen machen. Wir sind da. Lasst mich reden. Wie immer. Das sind harte Jungs, also keine schlauen Sprüche. Verstanden, Joe? Hey Leute, wie geht's? Hey Mann, kommt rein. Volltreffer! Jungs, wir haben den Jackpot geknackt. Krieg dich wieder ein, wir sind noch nicht fertig. Was ist denn mit dir los? So kenne ich dich gar nicht. Macht Geld dich plötzlich nicht mehr glücklich? Wenn Bruno seine Kohle hat und wir unseren Anteil, können wir glücklich sein. Ist ja gut, ist ja gut.
Ja, so eine Cutscene ohne Musik ist immer ganz schön. Da sieht man, wie Joe und die zwei anderen, was für Geschäfte die abziehen, was sie vorhaben. Naja, Autobahne vortäuschen. Oje, Polizei. Also keine Sorge, ihr verpasst nichts, weil es wird dann nichts gesprochen in dieser Cutscene, es gibt nur Musik. Und wie so oft, ja, Copyright Strikes und so weiter, haben wir es lieber abgeschalten. Und damit sind wir in Kapitel 13. Roter Drache. Joe's Apartment, 24. September 1951. Kriege ich nicht mal ein Trinkgeld? Trinkgeld? Ich höre wohl nicht richtig. Baby, ich bin's gewohnt, dass die Weiber mich zahlen. Ein vollendeter Gentleman, wie immer. Schwör schon endlich ab, Süße. Hey, Gina, willst du zu mir reinkommen? Hey, ist da drin noch Platz für drei? Nun gut, gehen wir's an. Ich will auch da rein. Geht nicht. Barbara ist Bordell. Hast du die Mäuse? Wir haben die Mäuschen. Vito, hier ist Henry. Wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Eddie war bei mir. Falcone wusste von dem Deal und hat ihn geschickt, um seinen Anteil zu kassieren. Na, wie viel? 60 Riesen. Mist, so viel? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Es reicht nicht mal mehr für Bruno. Komm in den Park. Ich will nicht am Telefon darüber reden. Okay. Ich bin gleich da. Joe, wir müssen los. Was? Warum? Komm jetzt, Joe. Ich erzähl's dir unterwegs. Ich habe kein anderes gewarnt noch immer. So, na dann. Gehen wir mal. Okay, Mädels. Schließt hinter euch zu. Vito und ich haben zu tun. Was zum Teufel ist los? Das war Henry am Telefon. Carlo hat von der Sache Wind bekommen. Oh, scheiße. Weiß er, dass wir was damit zu tun haben? Ich glaube nicht. Reden wir im Auto weiter. Nun gut. Also der Boss hat scheinbar Wind von der Sache bekommen. Joe, du hast endlich ein gescheites Auto gekauft. Was soll man das hinschreiben? Das nenne ich ein Fahrzeug. Wo fahren wir hin? Lincoln Park. Treffen wir da Henry? Ja. Okay, was hat Henry am Telefon gesagt? Geht's ihm gut? Klang so. Aber Carlo hat ihm seinen Anteil gestrichen. Scheiße. Genau das, was Henry prophezeit hat, wenn er es rausfindet. Ja, aber das Problem ist, dass wir nicht mal genug haben, um es Bruno zurückzuzahlen. Scheiße. Verdammt, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Wir lassen uns im Park was einfallen. Genau. Henry wird wissen, was zu tun ist. Fahren wir mal zum Park. Ja, der Henry weiß natürlich immer, was zu tun ist. Endlich ein vernünftiges Auto, Joe. Bevor wir uns jetzt anschauen, was im Park so alles passiert, mache ich hier einen kleinen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin!